Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Heute hallo. Mit allen außer Jonathan. Und wir schauen uns an, wenn Games turn into movie scenes. Folge 1. Wir haben schon mal 24 gesehen, das fandet ihr eigentlich ganz cool. Deswegen fangen wir doch mal vorne an. Das ist bestimmt gut. Na moin. Episch. Into movie scenes. Bei dem Teil ist er bestimmt auch so, du wärst safe gestorben, egal ob Fettel Feuer ist oder nicht. Oh, die Map war nice. Ja. Immer das war geil, immer. Ja. Da ging jetzt auch nie vorwärts. Geil. Die Brücke ist explodiert. Nice. Irgendwo anders. Leute, ist das denn was? Oh mein Gott, ich dachte, ach, das ist das haben wir auch mal gespielt. So, ja. Ja, moin. Das ist echt cool. Oh. Wie so ein Battle Royale dann? Ja, wahrscheinlich. Ja. Das war wie PUBG quasi, nur dass du halt als Gimmick ein Skateboard hattest. Ja, das kennen wir, das Auto. Yo! Oh na, ist der Spiel Dingsbums. Geht ja. Golf, meinte ich. Yo, what the fuck, Alter? Yo, Alter! Was? Yo. Aber insane. Ja. Crazy. Oh oh. Fuck. Ich schnall's voll in ihn rein. Oh Gott! Boah. Geil. Oh my God. Ah, helle Dudes. Boah, das so viele epische Szenen in diesem Spiel. Sehr knapp. Da fühlt sich auch jeder wie der King, muss man sagen, bei dem Kampfsystem. Aber Batman ist halt auch cool, ja. LOL! Okay, das kannte ich jetzt so nicht. Er hat das Spiel, glaube ich, auch kurz überfordert. Was? Er hat die Kombo unterbrochen. Ja. Was ist das denn, Junge? LOL. Oh Gott. We need to get down quick. Get us down quick. 27.000 Euro im Arsch. Ja, wahrscheinlich. Wow. Oh. Oh, ist das eine Challenge? Later. Oh mein Gott. Was ist das denn? What the fuck? Inception. Da ist Bielefeld da unten, glaube ich. Oder Bermuda-Dreieck. Das sieht eher so Cheater-mäßig aus. Ja, das sieht nach harten Grafikfehler aus. Gefaltig sieht das wie 360p aus. Achtung, Achtung, haben wir noch Frames? Ja, ja. Frames im Gang 3, bitte! Ja, geil, dass ihr immer zwischen COD und dem Flight-Simulator hin und her wechselt, wo beides komplett. Ja, weil beides so Inception-artig ist. Der kommt wahrscheinlich jetzt gleich da runter. Wo ist das lange Movie, Alter? Das ist Inception! Das ist krasser Film. Ja, und das COD-Ding? Das ist auch Inception. Das ist like a Hurensohn, oder was? Was ist das denn, Helder? Das haben wir auch mal gespielt. Oh. Hell Let Loose ist auch immer. Aber diese Spiele so wie Battlefield, Hell Let Loose und whatever und Squad und so, die eignen sich dafür halt absolut gut, weil ja. Passiert halt immer so ein Shit. Ja, klang so, ne? Aber ja, da passiert halt immer der krasse Shit. Einfach viele Leute auf die Map packen. Alles eingesmoked. Denen viel Möglichkeiten Shit bauen zu geben. Durch den schwarzen Mann sieht auch aus, wenn er die ganze Zeit crouchen würde. Ja, stimmt. Oh, das ist Wake Island. Oh, das war geil. Hey, get oh! Oder? Dann schon. Die Insel hat sie gerettet. Bei Battlefield 5 nicht World War 1? Gab's da Wake Island? Die haben irgendwann die diese Classic-Sachen auf jeden Fall nach. Boah, okay, das sieht aus wie World War 2. Leider okay. Nein!
Die kamen auf jeden Fall irgendwann dazu. Ja, das waren auch World War II Sachen. Oh, die Map kann ich uns noch dran erinnern. Das war eine der ersten Maps, die wir damals gespielt haben. Die war in der Beta. Das war stark. Ja. Waldemar. Jetzt sehe ich das. Was passiert denn jetzt? Was hast du da gemerkt? Oh, er springt jetzt mit dem... Was? Aber cool. Nice. Okay. Yo! Oh. War James Bond-like. Ja, wirklich. Jazz Cost ist für mich heute irgendwie so ein Trash-Spiel. Ich weiß nicht wieso, aber das ist ja gar nicht so schlecht, wa? Das ist also halt mit den Zeiten schlechter und blöder geworden, ehrlicherweise. Also du kannst super viel Quatsch machen, aber ich glaube, ja, wenn du Bock hast auf so ein Story-Game, ist das jetzt nicht unbedingt dein... Nee, das nicht, aber... Das ist halt so ein Quatsch-Sandbox-Game. Dafür ist es cool. Ja. Yo. Nice. Okay, nice. Krass. Was? Oh mein Gott. Nice. Yo! So gerettet. Oh. What the fuck? Nackig? Geil, das ist jetzt einfach hinterher gesprungen. Da kannst du echt so ein Rennen machen. LOL! Oh, jawoll! Geil. Wie hat er den Bottich da oben hochgekriegt? Das ist eine verdammt ewig gute gedauert. Frage. Ewig gedauert. Wie oft auch daneben gesprungen ist. Eben. Oh Gott. Nice. Geil. Los, auf Tsushima. Das sieht immer episch aus. Bis auf das natürlich dieses übliche ein Konsolen, weil ich nicht mag, wenn der Hauptcharakter so leicht nicht mittig im Bild steht. Ja, ja. Au. Ja. Oh, what the fuck? Ach, ganz schön nice. Aber ist er wirklich ein Geist? Das hat er ein paar Mal gemacht, glaube ich. War Ghost of Tsushima auch ein bisschen wie Far Cry? Ja. Das ist nämlich gerade voll ja, so Far Cry Compilations. Ja, okay. Also Assassin's Creed ist ja auch so, ne? Du kannst ja da auch mittlerweile schießen und aufbauen und so alles machen. Alter. Uff. Bei Helldivers was kannst du das, glaube ich, auch ganz gut machen. Ja, stimmt. Da gibt's auch richtig geile Videos zu. Ja. Ey, so richtig gute Videos zu Helldivers, da guck ich mir richtig viele von an. Hört ja nicht auf, Alter. Ach, die meinen dem Heli, ne? Incoming Missile. Hm. Guter Heli für den Flieger auf jeden Fall. Wirklich insane, ey. Nice. Alter, die war geil. Stark. Also da muss ich sagen, für die Fahrzeugsteuerung war allein schon die Kurve perfekt. Das stimmt allerdings. Jo. War gut gemacht. Nice. Oh, das war so schön, das Spiel. Hm. Ui. Knapp. Ah, war noch nicht so knapp, ne? Der hat Raketen? Das ist eine Mission, ne? Nice. Oh! Yo! Holy fuck, Alter! Was? Warum springt denn der raus? Weil der jetzt den anderen Heli damit killt. Naja, oder nee, der blöd runterfällt. Yo,
Aber dieses Spiel, ne? Ich bin nur Albtraum, als wir das gespielt haben. Das war echt schlimm. Was ist das? Anyone else hear that shit? Alter. Die Artillerie war immer so übel. Die ist so übel. Die macht doch einfach alles weg. Ach, so laut. Und die ist immer beeindruckend gewesen. Dieses Spiel ist optisch einfach auch in Szenen beeindruckend gewesen. Atmosphärisch auch. Ja. Wie wir so schön sagen, da waren ein paar gute bei. Ja. Ja, das war wirklich cool. Also die epischsten Szenen in Videospielen sind häufig schon einfach die, die einfach passieren und gar nicht die, die von den Entwicklern so gedacht waren. Das ja. Schon echt vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.